Diesmal testen wir von Emmy den Kaffeelatte Birthday Cake. Der hat mich einfach total angelacht bei Rewe im Angebot für 1,29 Euro. Sonst kostet der über 2 Euro. Beim letzten Mal, wo ich den Emmy gekauft habe, haben wir uns ja vertan, habe ich ja im Video erzählt. Ja, ihr müsstet das Video schon gesehen haben. Und da war er nicht im Angebot und wir dachten, er war im Angebot und der war so derart teuer. Aber hier für 1,29 kann man sich den wirklich mal mitnehmen. Und wie gesagt, Birthday Cake, ne, so eine Edition, das hat mich einfach total angelacht. Und deshalb habe ich ihn mitgenommen und teste ihn heute für euch. Und jetzt erstmal hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zu diesem neuen Testvideo hier. Sorry, ich habe noch zwei kurze Anmerkungen für euch. Und zwar bekomme ich öfter die Nachricht, so wie jetzt bei der Leberwurst, die ist ja schon lange abgelaufen. Also wenn ich die Sachen teste, sind die natürlich alle noch frisch. Und ich mache ja nicht für einen Test die Kamera an, dann teste ich meist so ein paar Sachen. Und das mehrmals die Woche. Und dann kommt es schon mal vor, dass so ein Test auf einmal auf dem PC vergammelt und ich ihn wiederfinde. Und dann zeige ich euch das Video ja trotzdem noch, weil ich es ja noch nicht gezeigt hatte. Und dann sind manchmal die Lebensmittel tatsächlich schon abgelaufen. Aber wenn ich sie teste, sind sie immer frisch. Da braucht ihr keine Sorgen haben. So, und jetzt gehen wir hiermit in die Großaufnahme. Ja, ihr Lieben, und hier einmal von für euch natürlich in der Großaufnahme. Der Kaffee Latte Birthday Edition Haselnut. Heute habe ich es aber. Es steht da Hazelnut Schoko, also Haselnuss Schokogeschmack. Und jetzt schauen wir mal, was da so drin ist. Oben steht der englische Spruch, den lese ich jetzt nicht vor. Es ist ein Milchmischerzeugnis aus Milch mit frisch gebrühtem Kaffee, fettarmem Kakaopulver und gerösteten Haselnusspaste mit 1,1% Fett im Milchanteil. Zutaten: Milch 88%, gebrühte Arabica-Kaffee 7%, fettarmes Kakaopulver 0,7% und geröstete Haselnusspaste immerhin 0,5%. Ja, 34 Milligramm pro Becher Koffein ist drin. Das ist jetzt nicht der Renner. Bisschen schade. Eigentlich haben die so 57 Gramm pro Becher. Na gut. Hier haben wir einmal die Nährwerte. Pro 100 Milliliter haben wir mal eben näher ranhalten. So, 60 Kalorien, 1,4 Gramm Fett, 8,2 Gramm Zucker, 3,2 Gramm Eiweiß und 0,08 Gramm Salz. Ja, und jetzt würde ich sagen, schütteln wir mal und gucken mal, wie er ausschaut. Der müsste ja jetzt ein bisschen dunkler braun sein, Haselnussbraun halt, ne? Mit Schoko. Ich hätte es ein bisschen dunkler noch erwartet durch das Schoko, aber es hat schon eine recht dunkelbraune Farbe. Also vom Aussehen her sieht das richtig, richtig gut aus. Und jetzt wird probiert, ihr Lieben. Ja, und jetzt probieren wir ihn von Emmy, den Kaffee Latte, die Birthday Edition. Ich nenne das einfach immer Birthday Cake, Haselnuss Schoko. Aber erstmal schnuppern wir dran, ob wir auch Haselnuss riechen können. Wisst ihr, wie das riecht? 1:1 wie Nesquik-Kakao. Als hätte ich mir so einen Kakao gemacht. Mit einer leichten Kaffeenote. Aber es riecht schon sehr kakaolastig. Haselnuss. Der Kakaogeruch übertüncht das einfach alles. Nichtsdestotrotz riecht es gut. Und jetzt wird er probiert. Ja, der hat eine Haselnussnote. Muss ich ihm ganz klar zugestehen.
Aber hier kommt der Kaffee nicht so schön raus wie bei dem Vanille-Emmy. Weil hier einfach meiner Meinung nach zu viel Schokolade drin ist. Relativ süß ist ja auch die so eine Art Birthday Cake Edition. Kuchen ist ja auch süß. Das finde ich schon in Ordnung. Aber im Endeffekt schmeckt es wie ein Kakao. Man schmeckt einfach die Kaffeenote nicht richtig. Und auch die Haselnuss kommt ein bisschen zu kurz. Sie ist aber vorhanden. Also da kann ich nicht meckern. Aber es schmeckt wie so eine Art besserer Kakao. Ist ganz lecker. Kann man für 1,29 € sicherlich mal machen. Aber wenn ich da jetzt den Originalpreis von über 2 € für bezahlt hätte, wäre ich schon ehrlich gesagt enttäuscht. Ja, Leute, schmeckt wie so ein Nesquik-Kakao. Also ihr merkt wenig Kaffee, so gut wie gar nicht eigentlich. Die Haselnuss ist da. Könnte aber ein bisschen mehr sein. Und es ist quasi tatsächlich wie ein Kakao. Bin ich wirklich, also was das Produkt angeht, jetzt enttäuscht von. Nicht vom Geschmack, den fand ich gut, schmeckt wie ein guter Kakao. Hat auch eine schöne kakaoige Note. Aber nach Kaffee schmeckt das nicht. Hab mich schon gewundert, denn da ist kaum Koffein drin. Und das bedeutet auch, dass weniger Kaffee drin ist. Also kann ich nicht wirklich empfehlen zu kaufen, es sei denn, ihr wollt ihn ausprobieren und dann bitte im Angebot. Es sei denn, ihr steht voll auf super kakaoigen Geschmack mit wenig Kaffee, dann ist das hier genau das Richtige für euch. Wie immer, alles Geschmackssache, ihr Lieben. Lasst mal ein Like und einen Kommentar gerne da. Welche Kaffeesorte denn eure Lieblingskaffeesorte ist? Generell so bei Kaffee. Muss ja nicht der von Emmy sein. Gibt ja auch noch unglaublich viele verschiedene andere Kaffeesorten. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, nutzt gerne meinen Amazon-Link aus der Beschreibung. Bekomme ich von Amazon eine kleine Provision. Aber für euch bleibt der Preis gleich. Vielen lieben Dank. Bis zum nächsten Video. Tschüss.